gerade bei den kleinen Serien legen wir noch eine Schippe drauf, gerade was dieses technisch Mögliche angeht. Am Ende steht ein Kunde, der was ganz, ganz Besonderes möchte. Das ganz Besondere ist der 911 Turbo S Exclusive Series. Wir haben die Entwicklung dieses Supersportwagens über Jahre exklusiv begleitet. Spezialisten von ausgewählten Dienstleistern, eine hohe Handwerkskunst sowie reine Leidenschaft für das Produkt kommen hier zusammen. Das ist ein Mannschaftssport und wir setzen hier als Exclusive Manufaktur mit dem gesamten Unternehmen ein Gesamtfahrzeug um. Highclere Castle, südwestlich von London. Das Schloss ist bekannt geworden durch Downton Abbey, eine aufwendig produzierte historische TV-Serie. Genau die geeignete Kulisse für Porsche Exclusive Manufaktur, einen außergewöhnlichen Sportwagen zu präsentieren, den es nur 500 Mal geben wird. Noch verdeckt, denn die Spannung soll auch bei dem versammelten Profipublikum hochgehalten werden. Good evening, ladies and gentlemen. As a very, very, very first group, because we are still in front of the press embargo. Bewusst vor der offiziellen Weltpremiere bekommen hier die erfolgreichsten britischen Händler und Porsche-Partner die Möglichkeit eines ersten Eindrucks vom Top-Car aus Zuffenhausen. Sie haben ein emotionales Produkt, ein ganzes Fahrzeug steht vor Ihnen und dann können Sie anhand von einem solchen Fahrzeug zeigen, was eigentlich die Philosophie hinter Exclusive Manufaktur eigentlich ist. Angefangen hat alles mit dem 911 Sport Classic, eine Reminiszenz zum Bürzel-Elver von 1973, dem RS27. 210 PS leistete dieser in der Sportausführung unter 1000 Kilogramm leichte Elver. Sport Classic haben wir gemacht, wir haben den 911 Speedster gemacht, wir haben jetzt zuletzt die Panamera Exclusive Series gemacht, sind mal in ein ganz anderes Feld eingetaucht, nämlich die Frontmotorfahrzeuge, und haben uns überlegt, was muss der nächste Schritt sein. Da haben wir vor, sagen wir mal, circa 4, 4,5 Jahren mit dem weißen Blatt Papier, was bei uns immer so ist. Wir fangen mit einem weißen Blatt Papier an, haben uns überlegt, was wollen wir denn machen. Weissach, die Ingenieurs- und Designschmiede von Porsche. Hier fängt das an, was immer in eindrucksvollen Sportwagen mündet. Wir haben schon gewusst, dass wir das Fahrzeug nicht neu entwickeln, sondern in Detailbereich rangehen, ein paar Teile komplett neu überlegen, neu ausdenken. Detailarbeit. Das umschreibt am besten, was die Exclusive Manufaktur von Porsche macht. Alles ist edler und noch ausdrucksstärker. Ich wusste einfach, die Farbe ist es. Die ist edel, die ist sportlich und luxuriös zugleich. Und die kann man auch im Interieur mit Schwarz kombiniert super spielen. Neben Goldgelb Metallic gibt es normalerweise die Farben Carrara Weiß und Achat Grau Metallic. 1997 Generation war das Sport Classic. Und da haben wir auch diese Idee mit dem Streifen gehabt. Damals aus Aufkleber, aber mit diesem Fahrzeug, basiert auf Turbo S, hochexklusiv in Carbon zu machen. Das heißt, wir machen ein neues Carbon-Dach, neue Carbon-Fronthaube. Dann haben wir auch die Gestaltungsfreiheit, das neu zu machen. Ja, wir sind mit Porsche schon sehr lange zusammen, allerdings im Rennsport. Das heißt, viele, viele Jahre schon, seit 1997. Es gibt nur einige wenige, die so spezielle Dinge auch für die Formel 1 herstellen oder für Porsche für Le Mans. Und das passt einfach von der Philosophie, was Besonderes zu leisten. Carbon, auch im dreifachen Le Mans Siegerauto 919 Hybrid verbaut, ist einer der wichtigen Werkstoffe im Spitzenmotorsport. Aus dem Rennsport, aus der Formel 1, Le Mans und Deutsche Tourenwagenmeisterschaft kommt natürlich das Know-how, das Wissen und das Material. Und das ist natürlich erstmal das vorrangig das Wichtigste für so einen Supersportwagen. Der 918 Hybrid mit vielen Carbon-Teilen bei seiner Rekordrunde auf der Nordschleife. Carbon ist natürlich ein toller Werkstoff insofern, dass wir halt circa bei gleicher Festigkeit ca. 50% leichter bauen als Stahl oder 30% leichter als Aluminium. Das hat sehr, sehr hohe Festigkeiten und besondere Eigenschaften bei einem Crash zum Beispiel. Fertigung der Turbo S Fronthaube.
Der Prozess dauert sehr lange, weil man kann sich vorstellen, der Werkstoff Carbon ist ein Textil, ist sehr, sehr dünn. Wir reden hier von Schichtdicken von 0,3 mm. Und wenn man sich jetzt vorstellt, so ein Bauteil hat am Ende 2,5 mm, dann besteht das halt aus einigen Lagen und die natürlich alle perfekt belegt sein müssen, damit wir dann auch diese Carbon-Sichtoptik schaffen können. Man muss wirklich sehr, sehr sorgsam arbeiten. Darum arbeiten wir auch in einem Reinraum, damit auch keine Staubpartikel oder sonstige Verschmutzungen diese tolle Sicht-Carbon-Optik zerstören. Dann wird das Bauteil mit Vakuum versehen, damit wir natürlich die ganze Luft zwischen den Lagen herausgesaugt wird. Und dann packen wir dieses Teil in einen großen Backofen, den sogenannten Autoklaven, wo das Bauteil dann gebacken wird. Wir wollten Carbon-Bauteile haben in Sichtcarbon und dann eine Lackierung in Exterieurfarbe, sodass nur die Streifen als sichtbares Carbon bestehen bleiben. Es gab es in so einer Art Sondersee noch gar nicht in diesem Projekt bei der Porsche AG. Um eine Kante am Carbonübergang zu vermeiden, werden nach der Farblackierung drei Klarlackschichten aufgebracht und geschliffen. Der Prozess dauert für jedes Teil 20 Tage, wobei alle Arbeiten von Hand ausgeführt werden. Beim Carbon haben wir eine Harzschicht oben drauf von 10 bis 20 μ. Das ist eigentlich so breit wie eine Haaresbreite. Es ist nicht eine Sache von einfach lackieren oben drauf und dann ist es fertig. Es ist halt wirklich eine Präzisionsarbeit. Also die Bauteile haben hier eine Mindestdurchlaufzeit von 2 Wochen. Die brauchen eine gewisse Ruhe. Das heißt, der Lack muss auch die Zeit bekommen, auch komplett auszuhärten, bevor man erst die nächsten Lackschichten aufträgt. Das Team von Porsche Exclusive Manufaktur ist bei der Entwicklung des Turbo S genauso präzise gewesen wie bei der Auswahl der Zulieferer. Höchste Qualität in Material und Verarbeitung sind Voraussetzung, um beim Projekt Exclusive Series mitzuwirken. Wir haben hier in Summe 5 Lackschichten obendrauf. Den Lack, den wir auftragen, den transparenten, so dünn wie möglich, weil es am Ende auch ein Leichtbauthema ist. Carbon ist definitiv eine Herausforderung für jeden Lackierer. Präzise ausgearbeitet mit einem nahtlosen Übergang zwischen Lack und Carbon. Wir wollten natürlich das Thema Technologie transportieren, weil für Leder und Verarbeitung sind wir bekannt. Deswegen die Carbon-Bauteile mit diesem aufwendigen Fertigungsverfahren. Und dann das Ganze natürlich abgerundet, wieder mit einem Interieur, wo der Kunde, auch lange nachdem er das Auto schon hat, auf den zweiten Blick immer wieder Details entdeckt. Wer echte Handarbeit bei Porsche sehen will, der muss in die Sattlerei zur Lederverarbeitung. Schon im ersten Schritt bei der Auswahl der Lederhäute herrscht hohe Konzentration, die sich durch den gesamten Fertigungsprozess zieht. Leder und die dazu passenden Nähte. Der Exclusive-Kunde hat fast unzählige Kombinationsmöglichkeiten. Beim 911 Turbo S Exclusive Series ist der goldene Faden auf schwarzem Leder ein echter Hingucker. Mir gefällt besonders das Farbkonzept, das wir hier in sehr, sehr konsequenter Weise umgesetzt haben. Ich persönlich finde immer, was Besonderes entsteht, indem man Farbe reduziert, insbesondere die Anzahl der Farben reduziert. Wenn die Kunden schon 2 Wochen im Auto sitzen, dann sollen die immer noch jedes Mal was finden, was sie vorher gar nicht gesehen haben. Mein Gedankengang war, dass ich schon immer gerne was machen wollte mit einer Perforation, bei der noch ein bisschen mehr passiert, als dass es einfach nur eine Funktion ist. Weil normalerweise hat eine Perforation ja die Funktion, den Sitz zu belüften. Gerade Ledersitze sind sonst sehr dicht. Man hat dann die zweite Komponente, ein Textil, ein Goldgelb. Wir haben ja hohe Anforderungen an die Lichtechtheiten und so weiter. Also es muss auch beständig bleiben. Letztendlich hat jeder Kunde von uns sehr hohe Qualitätsansprüche. Der Kunde Porsche
stellt natürlich durch die Kleinserien, sage ich mal, höhere Ziele. Die Fertigung der Turbositze erfordert vollen Einsatz. Du musst das fühlen, du musst das Material fühlen. Das, was wir auch immer trainieren mit den Mitarbeitern, nochmal die Materialien nochmal herauszustellen. Gerade hier durch das Naturleder. Im Aufbauprozess, im Polsterprozess, wie weit muss ich ziehen, wie weit darf ich ziehen. Das ist schon diese Liebe zum Detail, die man dann spüren muss. Weil wir hier auch ein integriertes Kopfteil haben, muss der Mitarbeiter wirklich von Beginn an saubere Linienführung haben, um gerade diese Kontrastnähte hier sicherzustellen, dass wir hier nochmal ein harmonisches Endbild bekommen. Die Material- und Verarbeitungsqualität beim Goldgelben sind für Porsche das Maß aller Dinge. Wir wollten wieder eine Leistungssteigerung haben, deswegen auch hier jetzt 607 PS bei dem Fahrzeug. Wir wollten einen gewissen Performance-Anspruch haben, aber uns auch klar natürlich abgrenzen zu den GT-Fahrzeugen, die ja unter Sammlern auch sehr begehrt sind. Das heißt, wir haben ein Auto gemacht für den Gentleman-Driver, für den Genießer. Seit über 30 Jahren bietet Porsche seinen Kunden Autoveredelungen an. Die ersten Kleinserien haben zusätzlich Begehrlichkeiten geweckt. Viele der 500 Superturbos gehen an reine Sammler. Zu den Felgen. Wo das Rad nicht von der Vorderseite, sondern auch von der Hinterseite ausgefräst wird, dann kriegt man einen sehr, sehr tolle dreidimensionalen Effekt. Du guckst rein, du siehst sehr viel von der Technik. Das fanden wir ganz faszinierend. Auch die exklusiv gestalteten 20-Zoll-Räder mit ihrer goldgelben Designlinie unterliegen einem ganz besonderen Bearbeitungsprozess. Im Schmiedefräsverfahren hergestellt, werden sie zuerst goldgelb-metallic rundiert und dann in hochglänzendem Schwarz überlackiert. Um den Goldrand wieder sichtbar zu machen, brennt ein Laser die schwarze Farbe wieder ab. Ein Verfahren, das erstmals bei den Zuffenhausenern zur Anwendung kommt. Das ist sehr zeitintensiv, aber passt super zu unserer Turbo S Exklusiv-Series. Die Präzision und die Verarbeitung, die wir an dem Exterior gemacht haben, setzt sich auch nahtlos fort in dem Interior. Es ist ein Carbon, in dem ein Kupferfaden eingelegt ist. Das lässt sich eigentlich in der Großserie nicht umsetzen. Es wurde Carbon und Kupfer ausgewählt, weil man von Porsche-Seiten auch die Außenfarbe von diesem Fahrzeug aufgreifen wollte im Fahrzeuginnenraum. Man hat versucht, hier Materialien zu verwenden, die natürlich sind, die harmonieren mit der Fahrzeugaußenfarbe. Carbon wie auch Kupfer sind sehr, sehr haltbar, sind unverwüstlich und zeichnen so die Langjährigkeit aus. Man kauft sich ja so einen Porsche auch nicht, um den dann nach 2-3 Jahren wieder herzugeben, sondern es ist so ein Lebenstraum für die meisten Menschen, der ein Leben lang halten soll. Und so auch diese Materialien. Es wiederholen sich die Abläufe. Alles, was für den Turbo S Exclusive Series produziert wird, geschieht in höchster Intensität. Präzise Maschinen schneiden und fräsen vor, was dann in intensiver Handarbeit fein und edel geschliffen wird. Man hat einfach noch mal ein bisschen mehr händischen Prozess dabei als bei einem normalen Carbon. Durch diese Kupferfäden, die bereiten da ein bisschen Probleme in der Umsetzung. Aber dieses Projekt war eigentlich genau das Richtige dafür. Farblich hat es auch super gepasst. Zuffenhausen. Die Produktion des Superturbos läuft an. Zusammen mit den normalen Sportwagen des Hauses wird der goldene in identischen Schritten gefertigt. Der Qualitätsanspruch in Zuffenhausen ist so hoch. Das reicht auch für den Superturbo.
Als letzten Produktionsschritt bekommt der Wagen seine speziell gefertigten Felgen mit der Elver-typischen Mischbereifung für noch besseres Fahrverhalten. 500 Turbo S bekommen 500 durchnummerierte Exclusive-Manufaktur-Plaketten. Kunden limitierter Sonderserien schätzen diese Kennzeichnungen. Der letzte Produktionsschritt, die Exclusive-Manufaktur-Werkstatt. Hier bekommt jeder Turbo S Exclusive Series sein individuelles Ausstattungspaket und natürlich auch seine Plakette. Goodwood Festival of Speed, die schnellste Gartenparty der Welt. Immer Anfang Juli versammelt der Earl of March eine einmalige Fangemeinde auf seinem Grund und Boden südwestlich von London. Very British, das Ganze aber auch very begeisternd. Sowas gibt's nirgendwo anders. Also das ist Emotionen, das ist Leute treffen, Autos sehen, Autos hören, also wirklich mit dem Herzen dabei sein. Nirgendwo auf der Welt findet man etwas, was so fokussiert auf das Thema Auto und auf das Thema Begeisterung zielt, wie das hier. Von Anfang an haben wir ja gesagt, das ist das Auto für den Gentleman Driver. Und wo geht der Gentleman Driver wohl hin? Nicht auf die klassische Automobilmesse, wie man das seit Jahrzehnten kennt, sondern hierhin. Einen Ort, wo das ganze Thema pulsiert, wo die Emotionen hochkochen, wo das Ganze authentisch präsentiert wird. Das Festival of Speed ist der beste Ort, diesen durch und durch edlen Turbo S11er einer solventen Klientel vorzustellen. Also man braucht hier keine große Inszenierung, sondern die Leute sind hier wegen der Fahrzeuge. Wir wollen, dass die Leute rankommen ans Auto, wir wollen, dass die Leute sehen, dass das Auto vorbeifährt, wir wollen, dass die Leute das Auto hören. Ja, der Porsche 911 ist der Kern unserer Marke und der 911 Turbo ist das Spitzenmodell. Da noch mal eins draufzusetzen, das war uns ein großes Anliegen. Und naja, der Goldene hat schon so seinen besonderen Reiz, weil es was Außergewöhnliches ist. Das Grau, das sieht man häufiger. Exclusive Manufaktur sucht immer nach Ideen für die Zukunft. Und unsere Ideen kommen mit einer langen Historie meistens von den Kunden und das ist auch gut so. Und die wollen, wenn sie sich denn trauen, auch mal richtig schnell fahren. Das kann der Super Turbo ohne Zweifel. Seine Daten? Von 0 auf 100 in 2,9 Sekunden. Die 200-Kilometer-Grenze fällt nach 9,6 Sekunden, Spitze 330 km/h. Ja, der Wagen bringt richtig Spaß. Nur 500 Besitzer können es genießen.